Herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Legend. Ja, ich bin Stufe 35 und das heißt, ich habe den guten Staubwurst. Hier kann ich ihn tragen und dann probieren wir gleich mal aus. Wir gehen hier zu den Orks und töten mal ein paar. Stein bestimmt durchs Haus. Welcher Stein? Welcher Stein? Den Kristall. Stein. Stein, kein Stein. Okay, Kristall ist auch ein Stein, aber trotzdem kommt er nicht drauf, wenn man Stein ist. Jetzt dachte ich, es ist irgendwie ein Felsen oder ein großer Stein, wo halt eine Schlacht stattfindet. Auf den hätte ich jetzt nicht, gehört. Also hier ist dann. Zeitbonus.
Schön, gute Invasion. Der Gegner hat keine Chance. Da können wir wahrscheinlich hoffentlich noch zum Drachen, wenn wir das schaffen. Jo, richtig gut. Ah, und heute habe ich das Headset gekauft. Es kommt morgen per Post. Und ja, es ist ein richtig gutes Headset. Ich weiß jetzt den Namen nicht, da soll ich kann kurz schauen. Ja, das Sennheiser PC333D habe ich gekauft für 168 Franken. Gut. Den haben wir schon mal. Treiben wir mal zum Herdbrett fort, also zum Wind. Ja, toll. Sehr schön. Kann man klatschen. Und jubeln. Gibt's nicht. Ja, ich will auch kommen. So muss das. Also wir gehen mal mit. Reisepunkte haben wir eigentlich, das ist nicht hier. Wo sind die Reisepunkte? 3 haben wir. Meine Katze, ja, mal die. Also ich habe jetzt ein mittelpreisklassiges Ding, aber es hat trotzdem 7.1 Sound, alles mögliche. Geräuschabschirmung. Einfach nur krass. Das wird so geil sein. Ah, die gehen jetzt in den Wind oder wo geht jetzt hin? Was ist das eigentlich für ein Pferd? Hab's das nicht mal bei einem Event oder so? Höllenpferd oder so heißt es. So, schauen wir mal, wo die anderen sind. Die kommen. Und der Gelbe kommt noch nicht. Reiten wir einfach mal den mit. Schauen, wo die hingehen. Das komische Pferd. Das ist das Ding, wie so fett. So eine kleine Dame drauf. So ein fettes, großes Pferd. Gut, um ein bisschen die Buschi zu spreizen. Ferdinand 2 heißt das Pferd. Schwarze Witwe.
Grafik sogar noch hochgestellt von irgendeinem. Also jetzt wieder mit solchen Spezialsachen getan. Und ja. Es leckt wirklich nicht. Fast nicht. Oh Mist, der andere geht zurück. Ich glaube, wir haben keine Chance, wir werden sterben. Wir werden sterben. Der Drache ist schon mal hier, jetzt könnt ihr den Drachen sehen. Unser ist so grün-grau. Zwei Königreichspunkte bekommen. Yeah. Thank you.
das sein? Nein, so ein Dummer und alles sind Barbaren. Nur die Barbaren können irgendwie verteidigen, alle anderen können nicht verteidigen. Das ist mir auch beim Schamalfort-Denken. Es gibt einfach viel zu viele Barbaren in Ignis. Da haben natürlich die Heiler auch keine Chance, wenn sie mal alleine sind. Aber okay, wir haben es eigentlich gut gemacht. Ich bin froh, dass wir ziemlich gut dran waren. Auch wenn wir verloren haben, ist es egal. Es sind halt nicht viele Syrten online momentan. Wenigstens haben wir den Stein. Das ist das Wichtigste. Und sonst, ja, müssen wir dann später noch was angreifen. Wir gehen an den Wind, warten, bis eine Gruppe losgeht. Und dann machen wir weiter, okay? Also, wir machen das also mit Video. Ich kann ja euch noch ein paar Sachen erzählen. Mich kurz mal, also ich habe jetzt, also ich mache es noch, eine richtig gute Anmeldung fürs FC, für den FC Liestal zu machen und ins Fitnessstudio. Aber das sollte eigentlich heute oder morgen gehen. Sonst fühle ich mich sehr fit. Ich mache sehr viel Fortschritte, meine Muskeln explodieren, die werden immer größer. Und ja. Sonst, ja halt, dass ich einfach ein bisschen fortschrittlicher bin im Sachen machen. Viel gelernt in den letzten Tagen, Selbstständigkeit, also so Rechnungen, und, ja, Zinsen, alles mögliche habe ich gelernt. Und jetzt, ja, jetzt geht es hoffentlich so wie weiter. Ich kann hoffentlich bald zum FC Basel gehen. Mal schauen, ob die mich dann auch gut trainieren können. Vielleicht gehe ich dann mal in einen anderen Club, aber das weiß ich jetzt noch nicht. Eigentlich will ich ja nicht, aber ja, wenn ein gutes Angebot von Bayern München oder von Dortmund oder von Schalke oder so ist, dann gehe ich gerne auch mal nach Deutschland. Aber ins Ausland, also ins nicht deutsche Gebiet, möchte ich momentan noch nicht. Ja, also, es ist momentan nichts los hier. Ich gehe also auf den Bern. Boah, das ist so sensibel. Steinhube, Schatzi. Jetzt, bis mal etwas los ist, und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Let's